Wir kommen zu unserer guten Nachricht des Tages. Auch in diesem Jahr wird es freundliche und äußerst professionelle Weihnachtsmänner geben. In Brasilien zumindest haben rund 50 Weihnachtsmänner jetzt die Weihnachtsmannschule abgeschlossen. Die fröhlichen Männer bekamen ihr Abschlussdiplom, das sie für die Arbeit als offizielle Weihnachtsmänner qualifiziert. Außerdem wurde ihnen der goldene Schlüssel überreicht, der den Beginn der Weihnachtszeit symbolisiert. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.